Ja, herzlich willkommen zurück bei The Last of Us Part 2. Ja, wir haben das letzte Mal miterlebt, wie der gute Joel leider von uns gegangen ist. Eine sehr brutale und herzzerreißende Szene, die für viele das Spiel auch direkt kaputt gemacht haben. Aber gut, wir müssen damit leben. Und wir müssen auch ja, sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ja, wir haben das schon mal ein bisschen erfahren, auch beim letzten Mal, wie der Kurs jetzt nun weitergeht. Und wir sinnen auf brutale Rache, um Joels Tod zu rächen, wollen sich Ellie und Dina aus Jackson herausschleichen. Mal schauen, ob dieser Plan funktioniert. Wir sehen hier auf jeden Fall jetzt eine Menge betrauernde Leute natürlich. Und ja, ohne wir werden jetzt nochmal ein letztes Mal seine persönlichen Sachen durchsuchen. Und das ist natürlich keine einfache Sache. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Ja, ob sie wirklich so okay ist, ich weiß ja nicht. Ich glaube, da prallen so gerade zwei Gefühlswelten aufeinander, aber das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Ja, und das hat sie ihm selber mal gemalt. Dinonychus. Das war ein guter Tag. Oh, haben die beiden etwa mal Dinosaurier besucht? Hm. Auch eine kleine Filmsammlung hat er sich wieder aufgebaut. Ja, alles in allem muss man ja wirklich sagen, was aus dem Jackson, was wir im ersten Teil gesehen haben, hier geworden ist über die Jahre, das ist natürlich schon sehr, sehr beachtlich, gar keine Frage. Oh ja, und er war ein Kaffeeliebhaber. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Naja. Ja, und auch den Kurs, den wir einschlagen werden. Das wird natürlich Joel nicht wieder lebendig machen, aber es scheint wohl aus ihren Emotionen heraus möglicherweise der einzige Weg zu sein, wie Ellie mit der ganzen Sache Frieden finden kann. Aber okay. Wir wissen da nicht genau, was über all die Jahre zwischen den beiden passiert ist.
Aber auf jeden Fall muss da irgendwo noch genug sein, dass Ellie dazu bringt, das hier zu tun. Oh, und. Ah, eine neue Gitarre. Sie schreibt da was in ihr Tagebuch. All die Versprechen bei Sonnenuntergang, ich habe sie ernst gemeint, genau wie alle anderen. Dina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Sie hat meinen Arm berührt. Ah, ich bin echt gestört. Sei keine Idiotin. Siehst du allen so, versau bloß eure Freundschaft nicht. Verrückt, aufgekratzt, ängstlich. Ich muss einfach wegpennen. Ich schmecke Eisen, Wunden brechen auf. Hier ist an dessen Islands. WLF, Washington Liberation Front. Wer sind die? Ja, das waren unsere lieben Gäste. Tommy sagt, ihr Name sei Abby. Naja, okay, damit haben wir auf jeden Fall schon mal einen Hinweis, den wir aber auch schon letztes Mal gekriegt haben. Ja, und der gute Joel war hier. Der hatte hier sich ein paar nette Hobbys auf jeden Fall gesucht. Der schien mit sich wirklich sehr im Reinen zu sein und auch vor allen Dingen seinen guten Frieden gefunden zu haben nach all dem, was er durchlebt hat. Aber so musste er das wohl nun irgendwie bezahlen. Oh ja, und die Jacke. Wahrscheinlich ist ein Aftershave noch zu riechen. Oh ja, und das Foto, oh Mann, das hat er doch noch aufbewahrt. Er wollte es ja eigentlich nicht haben. Naja, aber er hat ja auch mal gesagt, er wird Ellie nie zeigen, wie er singt und Gitarre spielt. Aber naja, so ändern sich die Zeiten. So, was haben wir hier noch? Ah ja. Die stehen gebliebene Uhr. Sein letztes Erinnerungsstück an Sarah. Ah ja, und nicht zu vergessen. Ja, wenn wir schon Rache nehmen, dann auch mit seiner Waffe. Alles okay? Einfach runter. Okay. Ah, shit. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja.
Leute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Hilfe von unerwarteter Seite und eine unerwartete Flucht. Ja, und dann machen wir uns auf nach Seattle. Tag 1. Um diese Wichser zu jagen. Wie es im Zitat hieß. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein, gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Ah ja. Wissen wir da auch schon mal ein bisschen was. Ja, haben wir gerade ein paar Sachen gehört über den ersten Teil, was da so passiert ist. Diese eine Szene in dem Hotel, wo Ellie Joel das Leben gerettet hat. Wo, einer von diesen komischen Huntern da Joel unter Wasser gedrückt hat. Und dann ja natürlich mit diesen Kannibalen. Wie kann man das nur vergessen? Naja, haben wir ja nicht. Egal. Ellie, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Ja, denn wir sind, ne, wie man das so gerne sagt, im feindlichen Gebiet. Also diese Washington Liberation Front. Für alle, die sich vielleicht mit der Karte der Staaten nicht so auskennen, wir sind nicht jetzt in Washington DC, sondern es gibt auch einen Bundesstaat Washington und da liegt eben jene Stadt Seattle. Da sind wir. Ich lag wohl falsch. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Ja, was für ein Glück für uns, ne? Dass wir uns hier nicht so verlaufen können. Aber dann wollen wir doch mal schauen, wie viele. Wir wissen ja nicht, wie viele es sind und vor allen Dingen nicht, wie die organisiert sind. Also man kann davon ausgehen, so wie die da aufgetreten sind, dass die auf jeden Fall stark bewaffnet sein dürften. Und auch harte Überlebenskämpfer sind. Und ja, wir haben ja Abby sogar schon selber gesteuert. Das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen. Und da haben wir auch ein Schild. 4 Meilen nördlich von hier liegt Seattle. Und das da hinten mit den hohen Häusern da, mit dieser Skyline so ein bisschen, das sieht auf jeden Fall ja schon mal
ganz gut aus. Wenn man natürlich schön aufpassen hier bei diesen Wohnmobilen oder anderen Sachen. In viele von den Gebäuden können wir oder Fahrzeugen können wir reingehen und da uns natürlich ein paar Vorräte sichern. Ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Gar keine Frage. Nicht nur Vorräte, natürlich auch Sachen, mit denen wir uns selber stärken können. Denn wir brauchen jeden Vorteil. Denn, ja, wir werden mit Sicherheit in der Unterzahl sein. Aber okay. So, hier haben wir ein, leerstehendes Gebäude. Hoffe ich, steht es leer. Dann wollen wir uns doch mal hier ein bisschen umsehen. Und finden ein wenig Alkohol. Und eine Karte. So, und da eine Schublade. Da liegt was drin. Dokument. Oh ja, yeah. Eine Karte. Ich glaube, die könnte uns nochmal nützlich sein, oder? Willkommen in Seattle. Ah ja. Straßenkarte. Exzellent. Ja, ich glaube, da können wir was mit anfangen. Wenn wir denn mal irgendwann im Stadtzentrum von Seattle auftauchen. Naja, okay. So, dann können wir jetzt erstmal wieder zurück zu Shimmer. Hieß. War was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Ja, Shimmer hieß unser guter Gaul. Und eine Touristenkarte ist auf jeden Fall was sehr Gutes. Aber ich glaube, wenn wir Richtung dieser Skyline gehen, dann sollten wir auch bald im Stadtzentrum sein. Oder was davon noch übrig geblieben ist. Ja, muss schon sagen, dieses Spiel sieht echt verdammt geil aus. Ich meine, gut. Sieht verlassen aus. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Ja, was ich sagen wollte, das Spiel ist ja jetzt kaum ein Jahr alt. Von daher ist das ja auch zu erwarten, aber es ist wirklich eins der schönsten Spiele überhaupt, die ich je gesehen habe. Aber okay, kümmern wir uns weiter um unsere Aufgabe. Und ja, dass die wahrscheinlich ähnlich gut organisiert sind wie die Leute in Jackson selber, das kann einem wirklich Angst machen. Aber da ist doch was. Wow, ist das die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. BLF. Eindringlinge werden sofort getötet. Sehr freundlich. Aber zumindest sind wir hier richtig. Wo sind denn alle? Die haben das Schild aufgestellt. Es muss also irgendwo reingehen. Dann sehen wir uns doch mal hier um, wie wir da reinkommen. Wahrscheinlich ist aber die richtige Frage eher, dass wir irgendwie da hochkommen. Aber nun gut, wir schauen uns erstmal hier in diesen Gebäuden ein bisschen um. Ist ja ganz klar, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Suche nach Vorräten ist immer extrem wichtig. Und ein Dokument. Was haben wir denn hier Schönes? Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kirian. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Ja, was für ein Kilo. Das ist bestimmt irgendwelche Drogen, oder? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Naja. So, nix für uns hier. Was haben wir eigentlich überhaupt? Wir haben 10 für unsere Handfeuerwaffe, 4 für unser Gewehr. Ist eigentlich schon, fragt man sich jetzt, warum die nur so wenig mitgenommen haben. Macht ja eigentlich wenig Sinn für so eine gefährliche Mission. Aber ja, sonst wäre das ganze Spiel wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach, wenn wir uns jetzt hier mit den dicksten Sachen hier eingedeckt haben. Aber okay. Es geht ja auch darum, dass wir Sachen hier finden und aufspüren.
Das gehört ja zum Gameplay mit dazu, wie man sich vielleicht denken kann. Haben wir ja auch schon in der letzten Session gesehen, wo wir noch in Jackson County unterwegs waren. Aber gut. So, hier haben wir noch ein Gebäude. Hier kann doch mal ein bisschen... Upsala. Ich guck mal erst hier drunter, denn da habe ich gerade noch was Schönes so aufblinken sehen. Ein paar Lumpen.